Ja, Freunde, damit willkommen zu einer neuen Folge von Scoom. Aber es ist keine normale Folge von Scoom, sondern heute möchte ich mit euch, ich sag mal so, die Inspiration und die zukunftsweisenden Gedanken der Entwickler ergründen, aber auch überhaupt, um den Leuten mal so zu zeigen, so in Schnipselform, ja, was da vielleicht in Zukunft bei Scoom auf uns drauf zukommen könnte. Liebe Freunde, ihr guckt bestimmt fleißig meine Videos und da berichte ich ja auch immer, wie ich das gerne hätte, so RPG-technisch und sowas, ne? Und das Interessante ist, um das Spiel halt auch so beschäftigungsmäßig, ja, immer so auf diesem Niveau zu halten, dass die Leute wirklich keine Langeweile kriegen, etc. Also wir brauchen kurz gesagt mehr Inhalt, ne? So. Ja, habe ich ein bisschen was zusammengesucht. Das gucken wir uns jetzt mal an, wie sich das entwickeln könnte, das Spiel, ne? Also wir werden jetzt Bilder durchgehen. Aber man muss dazu sagen, es gibt keine Garantie. Da kann immer noch wieder von abgewichen werden oder was Neues kommen und so weiter und so fort. Ihr kennt das bei Scoom. Es ist ein Spiel, es ist ein Early Access Game, welches in der Entwicklung ist. Wir müssen den Entwicklern wirklich die Zeit wirklich geben, das eben vernünftig hinzukriegen, liebe Freunde. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich suche da mal ein bisschen Zeug zusammen für die einen oder anderen, die sich eben nicht so durchwühlen durch das Labyrinth von Scoom, Leute. So, ich habe mir einen Kaffee geholt, ich habe mich heute hingesetzt. Ihr seht selber, wir machen das Ganze entspannt. Wir gucken mal das erste Bildchen, was es da so Neues geben könnte in naher Zukunft oder auch ferner Zukunft. Ich weiß nicht, es sind reine Spekulationen. Ihr könnt es auf jeden Fall gerne in die Kommentare jederzeit kundtun, wie ihr diese Vorschläge haltet oder diese Richtung, die sich Scoom entwickelt halt, ne? Und was ihr euch vielleicht auch selber wünschen würdet im Spiel, ne? Und ich bin nach wie vor irgendwie begeistert. Ich glaube auch, dass also ich und die Entwickler da wirklich irgendwie auf einer Welle sind, denn die machen ja wirklich meist sehr oft Sachen, die ich so befürworte und haben will oder sowas. Ne? Ich weiß, es kann Zufall sein, aber liebe Freunde, ich bin also mit Scoom soweit zufrieden, in welche Richtung das geht. Ne? So, gucken wir das erste Bild mal an. Ja, das haben wir damals auch schon in den anderen Video durchgegangen. Ich habe wer es nicht wusste, ich mache ab und zu mal so ein bisschen so Infovideos wie dies hier zum Beispiel, ne? Und da hatte ich auch schon aufgezeigt, was da kommen könnte, etc. Bis zum heutigen Zeitpunkt ist davon auch noch nicht wirklich viel integriert worden, aber es kommt Stück für Stück. Und ich glaube, die sparen sich auch diese ganzen guten Sachen auf für den Versionswechsel zur 0.8 zum Beispiel oder 0.9 oder 1.0, ne? Jetzt kommt ja als nächstes die 0.8. Also, liebe Freunde, ihr seht selber. Hier geht es wieder darum, um die Autos, dass wir da neue Modelle kriegen könnten. Was fällt uns da drauf auf? Also erstmal ist es das Modell wieder ganz anders, wie in dem letzten Video, was ich gezeigt habe. Das läuft unter dem Motto Wolfswagen tatsächlich. Und ja, die sehen nicht nur lustig aus, das hat auch so den einen oder anderen Vor- oder Nachteil, je nachdem. Man kann die nämlich jetzt upgraden, so wie man es möchte. Ne? Wenn man genau hinschaut zu den Autos jetzt, da sieht man ja, der rechts ist irgendwie ja, so eine Art Kampfwagen. Da kannst du oben rausgucken. Ich weiß jetzt nicht, ob man da irgendwie eine Lafette drauf machen kann, beziehungsweise so ein dickes Maschinengewehr installieren. Ich selber träume ja davon oder würde mir wünschen, dass man ja auch auf Schiffen vorne zum Beispiel so eine Kanone drauf montieren kann. Oder überhaupt auf Fahrzeuge halt, dass du was upgraden kannst halt. Ne? Dass du eine Sentry-Gun, kennen wir auch, Sentry-Gun, automatische Selbstschussanlagen und sowas, dass man die irgendwie so hinstellen kann oder na, ist, auf seinen Türmen, auf der Base-Verteidigung oder hier auf Fahrzeugen. Scheißegal, Hauptsache, dass man da irgendwie eine Automatik so Abwehrtürme installieren kann, weil zum jetzigen Zeitpunkt ist das schwierig, wenn man seine Burg verteidigen möchte. Das könnt ihr gerne mal ausprobieren. Also die Verteidiger, die sind im Moment ein bisschen im Nachteil halt. Ne? Wenn die Angreifer ein gutes Team sind, dann kannst du die auf jeden Fall platt machen. Weil als Verteidiger kannst du eigentlich gar nichts machen. Wenn du rausläufst, bist du platt. Und wenn du da hochguckst in eine Türme oder so, bist du eigentlich auch immer platt. Ne? Der Angreiferteam muss nur ein paar Sniper haben und dann hat sich das Thema auch erledigt. Kommen wir zurück zu den Autos, Leute. Ihr seht selber, hier kann man also upgraden, die verschiedenen Bauformen der Wagen. Ne? Es ist nicht nur das Auto an sich, was neu ist, ja, sondern auch diese Upgrades halt. In der Mitte ist das eher dieser im Packwagen, soll das wohl darstellen. Ja, dass du ganz viel Gepäck, also Loot. Na, du kannst das doppelte, dreifache an Loot mit transportieren, wenn du da diese Taschen und Gepäckträger und Koffer rauf installierst. Ne?
Also eine geile Sache, Leute. Diese Fahrzeugmodifikation oder Aufrüstung allgemein, da bin ich auf jeden Fall Fan von, finde auch ich hier, dass das der richtige Weg ist. Beim letzten, beim roten da hinten, ist eine Art Polizeiwagen oder so, ich weiß jetzt nicht. Da muss man mal gucken, was der jetzt irgendwie so kann. Also man sieht, der ist ein bisschen vergittert und so, also weiß ich nicht, so ein Zwischending, leichter Kampfwagen oder was das da ist, ne? Also. Ich denke mal, rechts ist ein schwerer Kampfwagen und links, ganz links der rote, leichter. Ich weiß nicht. Könnt ihr ja selber, wie gesagt, auch mal spekulieren, was das sein könnte. Wir werden es gewahr, Leute. So, gucken wir mal zum nächsten Bild. Ja, das sieht doch schon mal sehr interessant aus, ne? Es könnte ein Boss sein, sozusagen. Also, wir haben damals ja schon gesehen, dass die Entwickler auch so Bosse irgendwie integrieren wollen. Und das ist alles diese Richtung, die ich tatsächlich cool finde, ne? Weil das Einzige, was uns fehlt im Moment, ist ja so ein bisschen Inhalt, was dich so ein bisschen am Ball hält, ne? Ihr kennt das, man stirbt und läuft dann erstmal stundenlang durch den Wald und irgendwie passiert dann noch nicht so viel, ja? Du hast auch noch keine Quest über Scum zum jetzigen Zeitpunkt, dass du da irgendwie, ja, töte 5 Zombies und dann gehst du dahin und kriegst dafür Geld oder irgendwie sowas gibt's noch nicht, ne? Aber wir sehen anhand dieser Fotos hier, wo die Gedanken der Entwickler vielleicht so sind, ne? Und was vielleicht sogar tatsächlich auf uns drauf zukommen könnte, halt, ne? Aber kann sich immer noch wieder ändern. Das muss nicht so eine Krabbe hier sein oder sowas, ne? So, das ist ja ein bisschen mit Alien so, ne? Ein bisschen von Alien würde ich sagen, so ein Eiersack da oder was das da ist. Könnte auf jeden Fall sein, dass da dann also so Kreaturen dann kommen. Würde ich richtig geil finden, dass man, wenn man dann da so durch die Wälder läuft oder sowas, ne? Oder so, ja, Nester finden kann mit solchen Kreaturen, ne? Und da könnte man auch ein Quest drauf aufbauen. Ja, kill hier diese Skorpion-Lady oder wie die heißt, ne? Das sieht ja schon ein bisschen gruselig aus. Ich muss hier meine Nase ein bisschen rümpfen, Leute. Ihr seht es mittlerweile selbst, weil ich, ja, doch das so sehe, dass das in einer Art Horrorvieh oder wie auch immer gehen könnte, ne? Man kann das storytechnisch aber auch gut verkaufen, das sage ich auch immer in meinen Videos. Du könntest zum Beispiel über Labore, dass da Labore waren, die irgendwie so verbotene Forschung betrieben haben auf unserer Knastinsel und daraus dann solche Viecher sich entwickelt haben, wie auch immer, ne? Oder Atom, mit Atom irgendwas, dass das die Strahlung, die Gene verändert und dann wird das halt so ein Vieh oder sowas, ne? Also storytechnisch kann man sich das so ein bisschen hinbiegen. Also es wäre tatsächlich möglich, sowas hier reinzuballern. Und wie wir sehen, die Entwickler. Die haben da auch ihre Gedanken zu und ich finde das richtig geil, ne? So, schauen wir mal weiter. Ja, den kennen wir, oder der ein oder andere, also ich kenne den auch schon ein bisschen länger jetzt. Das ist einer der ersten Gegner oder Bosse oder wie auch immer. Es gibt Bosse oder soll auch Mini-Bosse geben, ne? Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt ein Mini-Boss oder ein Boss ist. Ich lasse mich da auch immer überraschen, Leute. Manchmal ist das schön, nicht immer alles sofort zu wissen, sondern dann freut man sich auf. Ja, neue Dinge, die dann wirklich kommen halt. Das ist einfach so. Nichtsdestotrotz will ich den einen oder anderen halt mal auch mit solchen Videos, wie ich jetzt hier mache, ein bisschen motivieren. Ja? Die Entwickler von Scum, die sind mega fleißig. Und anhand dieser ja, Originalaufnahmen von den Entwicklern quasi, ist das halt so, dass wir gespannt sein können, was da in Zukunft auf uns drauf zukommt. Ne? So gibt es halt Mini-Bosse dann. Oder dicke, fette Bosse, da kannst du dann vielleicht mit deinem Squad nur gegen ankommen oder sowas. Ich kann mir das richtig geil vorstellen, dass sich das so RPG-technisch tatsächlich ändert. Und wenn das der Fall ist, dann haben wir PvE, weil das ist PvE. Es ist alles PvE, ja. Diese Sachen mit Bossen und sowas. Und dann, ja, hat Scum die Substanz, liebe Freunde, die Leute am Ball zu halten. Ja, weil wir haben viele Leute bei uns, ne? Wir haben einen der größten und besten deutschen Scum-Server. Das muss man mal so sagen. Der ist so gut besucht, Leute, dass ich schon hier zwei, drei neue Server aufmachen müsste, um alle aufzunehmen. Das ist bloß schwierig halt, ne? Und deswegen sehe ich ja auch, dass die Leute immer kommen und wann die zu circa wieder gehen, ne? Das liegt einfach daran, weil die das Spiel sozusagen da durchgespielt haben, ne? Und sobald Scum das geschafft hat, diese PvE-Einheiten reinzubauen, Leute, dann ist selbst früh morgens am Vormittag 60 Server voll. Ey. Da kannst du von ausgehen, weil das macht den Spaß. Dann kannst du wieder suchten. Du hast irgendwas richtig Geiles zu tun. Du kannst leveln, du kannst XPs sammeln oder geile, seltene Waffen durch das Kaputtmachen dieser Boss oder Miniboss halt. Ne? Da freue ich mich schon mega drauf. Ich hoffe mal auch, dass es bald mal kommt. Ey, so, der ganze Kram. Meinetwegen können sie da jetzt schon mutierte Affen im Wald reinsetzen oder irgendwie so, hier so eine Knochenente oder sowas. Ne? Ich würde das auf jeden Fall feiern.
Ja, da kommt schon der nächste uns entgegengesprungen. Es sieht aus wie eine Art Ork, würde ich sagen, oder? Sieht aus wie eine Art Bogen-Ork. Und da kann man auch wieder ein bisschen auf Details achten, ne? Er hat da zum Beispiel eine Schlange um Arm, fette Pfeile, Knochenbogen. Und im Hintergrund sieht man auch irgendwelche Aasgeier. Da hatte ich ja gerade von gesprochen, von den Knochenenden sozusagen, ne? Das könnten sie sein, ich weiß nicht. Kann sein, dass da dann irgendwie mal so Knochenenden dazukommen. Aber liebe Freunde, ihr seht selbst. Diese, ja, Orks, sage ich mal dazu, die werden uns vielleicht auch in Zukunft bei Skum hier beglücken und da freue ich mich dann auch schon sehr drauf. So, schauen wir mal das nächste Bild. Hier haben wir wieder einen Wagen, ein Fahrzeug. Es sieht meiner Meinung nach aus wie ein Quad. Und auch bei den Quads ist das so, dass du die, ja, verschieden upgraden kannst oder in Zukunft sollst halt so. Wie man halt möchte, ne? Also man sieht da ist irgendwie ein Schneepflug vorne dran, da links. In der Mitte sieht das aus wie so eine, ja, wie so ein Rammwagen, würde ich meinen, oder? Also der hat da vorne Feuerschutz, ne? Kugelsichere Stahlplatten da irgendwie. Und da vorne sieht man, beim Kühlergrill sieht man da auch schon diese Stahlspikes oder sowas. Ich weiß nicht. Also das sieht schon Raider-mäßig aus. In manchen Spielen heißen die ja Raider, die so ein bisschen damit unterwegs sind hier, ne? Mit solchen Gefährten, wo überall mal Stacheln dran sind und so weiter und so fort. Interessant ist auch, wer es schon gesehen hat, die Felge. Die ist irgendwie aus einer Kreissägenblatt oder sowas ist das. Also damit schnibbelst du und piekst die Leute da irgendwie. Ey, lass mich da jetzt schon überraschen, was da auf jeden Fall auf uns zukommt. Denn da kann man bestimmt auch wieder ein bisschen Unsinn mitmachen mit den Fahrzeugen. Aber trotzdem, das wird bestimmt wieder lustig sein, wenn man die Leute da dann so mit im Po pieksen kann mit diesen Stacheln, ne, oder was die da auch immer ja vorne ran installieren. Ne? Ja, so ganz rechts sieht man nochmal das Fahrzeug von hinten, dass da auch ein größerer, erweiterter Kofferraum wohl möglich sein soll, dass dann man da auch selbst mit einem Quad, ne, ja, ein bisschen mehr mitschleppen kann. Ne? Ist halt so. Schön, also das sieht auch ganz gut aus, finde ich. Und wir gucken mal das nächste bald. Das nächste Bild ist ein Autochen, ein Fahrzeug. Ja, das rote Modell sieht so aus. Könnte sein, dass das der gepanzerte Wagen von vorhin war, ganz am Anfang, wisst ihr noch? Bloß der hat jetzt keine Polizeileuchten. Aber dieses Modell an sich, ich weiß gar nicht, was das für eine Marke ist. Also es ist ja diese von ganz früher irgendwie sind das solche Autos, glaube ich, ne? Ist das schon fast so Trabi-ähnlich, oder? Ich weiß nicht, ich bin jetzt kein Autofreak. Ich kenne mich da nicht so mit aus, aber auf jeden Fall sieht es lustig aus. Dass es da vielleicht dann auch neue Fahrzeuge geben könnte. Ja, da hinten steht drauf am Kofferraum. Der aufmerksame Zuschauer hat es vielleicht gesehen. 4x4, das ist also halt so ein Allradfahrzeug. Und da bin ich mal gespannt, was ich mir ja noch wünsche von den Fahrzeugen allgemein. Dass die ein bisschen mehr PS haben, ne? Dass die ein bisschen mehr PS haben, dass du da wirklich so ein bisschen, dass man das merkt, dass er schneller mal ein bisschen Zug kriegt und so, nicht immer dieses Langsame und sowas, ne? Und dass die auch unterschiedlich sind, ja? Weil wenn der eine Pickup, den kennen wir jetzt, den haben wir schon bekommen, diesen großen Pickup mit diesem Motor da, der da vorne rausguckt, dieser Motorblock oder Turbolader oder was das ist. Ja, wieso ist der genauso schnell wie die alle anderen, ne? Also wieso merkt man da keine Leistung? Aber wie gesagt, das kann ja alles noch kommen und ich bin sicher, das wird auch alles noch kommen. Und da sehen wir vielleicht hier auch schon in dieser Bilderreihe etwas, was da vielleicht so diese Richtung geht. Ich weiß es nicht, müssen wir mal schauen. Auf jeden Fall interessant, diese Fahrzeuge. Ich freue mich darauf, die sehen niedlich aus. Und wir gucken mal das nächste Bild. Was kommt denn da noch Schönes? Ja, das ist das Auto jetzt von innen. Da kann man es nochmal so sehen. Das ist ja auch früher ohne diese Kopfstützen und sowas. Ich kenne das selber auch. Ich saß auch in solchen Dingern drin. Also die Alteingesessenen, die kennen solche Fahrzeuge noch. Da gab es auch noch kein Airbag oder sowas. Ne? Das war noch Masse. Das war Mechanik. Ne? Also das war Mechanik, keine Elektronik. Es war alles Mechanik. Ne? Und ja, der Vorteil war natürlich wenig Defekte und die Dinger waren stabil und haben halt einfach funktioniert. Ne? Und das war ja das Geile an den Teilen. Wenig Komfort, aber die Dinger sind zuverlässig gewesen. Seien wir mal ehrlich, die Dinger, die nichts konnten, ne? Sondern auf Mechanik basierten, die konnte man selber reparieren, wenn da mal was war. Und die haben halt auch sehr gut immer funktioniert. Ne? So, da haben wir nochmal eine Reihe Fahrzeuge, wie sie auch in Zukunft sein könnten. Das sind diese Wolfswagen. Man sieht's, das sieht ja schon ein bisschen ähnlich aus wie Golf 2, die Reihe oder sowas, ne? Würde ich sagen. Da sieht man auch wieder die Aufsätze, Panzerung angebracht an den Scheiben, an den Türen.
ein größerer Kofferraum auf dem Dachgepäckträger und hast du nicht gesehen. Ne? Auch wieder hier so die Felgen, die sind ein bisschen also kugelsicherer, weil wie kennst, wenn man jetzt auf Reifen schießt, dann hast du meistens schon ein Problem mit PvP, wenn dein Wagen sich die ganze Zeit dreht oder du kannst nicht mehr lenken oder sowas. Ne? Vielleicht ist das ja so eine Art Kugelschutz für die Reifen, ich weiß nicht, aber könnte sein halt. Ne? Auch vorne dieser Polizeiwagen mit dieser Ramme da vorne, ne? Dem, ja, das sieht ja schon gruselig aus, diese Schaufeln und sowas, ne? So, in der Mitte ist wieder dieses Kampffahrzeug. Da guckst du dann oben, kannst du im Stehen dann ballern, wenn du da drin bist. Müssen wir mal gucken, ob da noch eine Lafette, also ob da noch irgendwie Maschinengewehre reingemacht werden können oder du halt einfach mit deiner Handwaffe da stehen kannst und dich dann komplett so vernünftig drehen kannst, ne? Ist auch ein gefährlicher Posten, weil der im Wagen, der ist wahrscheinlich ein bisschen kugelsicherer jetzt mit seiner Rüstung, aber der da oben steht, der muss dann gucken, oder dass er da keinen Heli kriegt von den Gegnern. Aber ich lass mich da überraschen, wie die Kämpfe der Zukunft dann in diesen Autos denn stattfinden werden. Da werde ich dann bestimmt auch noch, wenn so ein Auto gibt, ne, dann werden wir bestimmt auch noch mal so irgendwie so ein Event machen, ne, dass wir uns kloppen nur mit den Fahrzeugen oder so. Muss bestimmt auch geil sein, ne? Oha, die gute alte Dame. Ja, das ist, wie die Charaktere sich so entwickeln, ne? Also sieht man jetzt die neue Version von der Frau zum Beispiel. Kann sein, dass es eine zusätzliche ist, aber das ist auch in dem Zusammenhang gemeint, wie die Models sich halt entwickelt haben. Und das sieht schon richtig gut aus. Also von der Grafik und sowas kannst du da nichts sagen. Das haben die wirklich schon gut gemacht, die Figuren, die wir halt spielen. Sehr detailgetreu, etc. Ja, Freunde, dann haben wir nochmal eine neue Zombie-Klasse, würde ich sagen. Das sind irgendwie so, ja, Gas-Zombies oder wie nennt man diese in Schutzanzügen? Die Scheiben sind irgendwie kaputt. Das Vieh wurde dann kontaminiert oder wie auch immer. Es hat sich jedenfalls irgendwie verwandelt und man kann daran ja auch schon so ein bisschen erkennen, dass die Entwickler dieses Szenario von der Story her so machen, wie ich mir das vorstelle, dass da vielleicht geheime Labore irgendwie so sind, ne? Und weil diese Leute, ja, die haben ja meist was mit Seuchen und sowas zu tun oder mit gefährlichen Viren oder Bakterien oder was auch immer für Zeug da, dass denn vielleicht so, ja, dass die Leute dann eingeseucht hatten, weil wir müssen ja irgendwie eine Story haben, dass die Viecher halt zu den Viechern geworden sind quasi, ne? Ja, und das sind halt diese Mitarbeiter da. Sieht ganz interessant aus, da freue ich mich auch schon drauf. Ich bin ja auf jeden Fall oder plädiere die ganze Zeit ja dafür in meinen Videos auch, dass wir unbedingt mehr Gegner brauchen, ne? Unbedingt brauchst du mehr Gegner. Und das sind hier, wir sehen ja viele Ansätze, dass die Entwickler die richtige Richtung, ja, mit dem Spiel gehen. Deswegen bin ich da auf jeden Fall optimistisch und kann mir auch wirklich vorstellen, dass dieses Spiel unterschätzt wird von vielen. Ja. Und dass das Spiel sehr viel, ein großes, hohes Potenzial hat tatsächlich. Ne? Es ist halt nicht so bekannt, wenn man jetzt mal guckt bei Twitch oder wie auch immer. Also da sind die Live-Zuschauer oder sowas sind nicht so viel. Da gibt es Spiele, die haben wesentlich mehr. Ne? Also das ist wirklich wie Skumla ein kleines Klientel quasi. Weil ich glaube, die Leute unterschätzen das halt. Ne? Aber die warten halt vielleicht auch die Vollversion ab, wenn es dann wirklich fertig ist. Man darf nicht vergessen, wir haben ja angefangen 2018, wo das ja rauskam, auch da gab es auch keine Autos, gar nichts. Ne? Da mussten wir alle, hatten wir alle Plattfüße, mussten ewig lange laufen. Und bis dahin, guck mal, es hat sich da schon viel getan. So, ne? Es gibt Flugzeuge, es gibt viele Fahrzeuge mittlerweile. Ja, bloß bei den Gegnern da wurde bis jetzt immer noch nie was so gemacht. Ne? Und deswegen, also, ja gut, der Sprengzombie jetzt zum Beispiel, ja, aber das ist ja auch irgendwie, also mal was anderes, sage ich mal. Und hier hast du dann schon mal ein bisschen, also anderes Zeug da, was da so drin ist mit diesen Monsterviechern da und da freue ich mich auf jeden Fall schon drauf. Das ist dringend nötig, dass da mehr Gegnerinhalt, Monster, PvE-Inhalte reinkommen. Ne? So, gucken wir mal weiter. Jo, dann haben wir hier jetzt eine ja, Ortschaft, wird das vielleicht sein, oder es geht einfach darum, um das Gebäude tatsächlich. Man weiß, es könnte eine Produktionsstätte sein von irgendwelchen Symptomen, die da erstellt werden oder wie auch immer. Könnte auch nur ein Bürogebäude sein. Weiß ich nicht. Das ist jetzt Spekulation. Ich lasse mich da, wie gesagt, auch wirklich überraschen, ne? Ob das wirklich kommt oder nicht oder wie auch immer. Jedenfalls sind das alles so ein bisschen Planspiele oder Vorstellungen. Deswegen, das kann sein, dass die das da irgendwie schon fertig haben und das in Zukunft kommt oder halt, wie gesagt, vielleicht ändern die da einfach was dran. Deswegen, da will ich mich hier in diesem Video überhaupt nicht festlegen auf diese ganzen Sachen. Wir werden einfach abwarten und dann. Ja, ich will euch nur ein bisschen anfüttern
und zeigen, dass die Entwickler wirklich fleißig sind und sich auch Gedanken machen und überhaupt, wie das in Zukunft dann hier so werden könnte. Ja. So, schauen wir weiter. Ja, das ist auch wieder irgendwie so ein Ort. Abrissbirne, Bagger, kennen wir alles schon eigentlich, ne? Also ich muss mal sehen, was das für ein Ort oder für eine Fabrik wieder wird oder sowas. Ich denke mal, die wollen denn da auf jeden Fall irgendwie halt sagen, dass da auf jeden Fall noch neue Orte und neue Häuser und sowas da reinkommen. Ja, ist aber auch klar, ich hoffe das ziemlich sehr. Und bei den Orten muss ich immer sagen, dass die, ja, wie wir es jetzt kennen, dieses, das ist ein bisschen viel kopiert, ja. Das habe ich auch schon kritisiert, ne? Weil wenn du in den einen Bunker bist, dann kennst du auch alle Bunker quasi und das muss ein bisschen, da muss noch ein bisschen Vielfalt, ein bisschen was gemacht werden, ja. Weil ich habe, sonst habe ich keinen Grund, irgendwie da hinzugehen zu diesen Lootstellen, weil du findest überall den Loot, den gleichen Loot und du, dass die Umgebung, das ist alles gleich, die Häuser sind gleich und sowas. Das muss sich auf jeden Fall noch ändern, ne? Und die Vergangenheit hat gezeigt, dass die Entwickler auch kein Problem haben, die Karte komplett zu ändern, ja, von heute auf morgen. Deswegen bin ich da zuversichtlich. Ich bin da optimistisch tatsächlich, dass die auch das erkannt haben, dass dieses Hin- und Herkopiere von den gleichen Gebäuden nicht so gut ankommen, ne? Ich sage das ja auch immer wieder, das sollte man nicht so machen, lieber keinen neuen Ort, ne? Und wenn ihr einen neuen Ort macht, dann halt ein komplett neues Konzept, neue Grafiken, neue Möbel, neue, alles neu. Ne? Ich will da nichts von diesen alten Sachen immer wieder sehen, weil das brauchen wir nicht. Dieses, dass du einmal zu einem neuen Ort gehst und dann nie wieder, weil du keinen Grund mehr hast, dahin zu gehen. Ne? Das ist halt schade. Das ist wirklich sehr schade. Das ist auch ein Problem von Scum. 25 Sektoren haben wir bis zum heutigen Standpunkt und ja, ob du in den einen Bunker zum Beispiel gehst, ne, wir haben 25 Bunker, das ist ja alles das Gleiche, ne, die Kisten, die Türen, das ist alles das Gleiche, ist gleich aufgebaut, da findest du nichts irgendwie Spannendes, Neues, so genialen Bunker irgendwie, dass du bei den einen Bunker eine Atomrakete vielleicht oder überhaupt eine Rakete hochschicken könntest, die dann irgendwo in irgendeinen Sektor einschlägt, den du auswählst, wie geil wäre das denn zum Beispiel? Aber es ist sonst im Moment alles gleich. Aber wie gesagt, die arbeiten ja dran. Und ich hoffe, dass da auf jeden Fall sich noch ein bisschen was ändern wird an den Ortschaften. Gut. Jo, da haben wir mal wieder Viecher jetzt hier. Da rechts in schwarz, in dunkel. Da hängt auch wieder eine Nudel. Die Entwickler haben so ein bisschen auf jeden Fall den Humor nicht verloren. In der Zeit dieses emotionalen Spiels, ne? Weil es ist ein emotionales Spiel. Und da geht es immer wieder heiß her, ne? Ja. Gut, wir sehen hier auf jeden Fall wieder irgendwelche komischen Kreaturen und es ist alles in Richtung Monster quasi so, ne? Und das gefällt mir auch ganz gut. Ja, wobei die schon extrem aussehen mit diesen komischen Klauen und diesen langen, ja, Nägeln da oder was das da ist, ne? Diese Krallen und der eine da mit den Zähnen. Markant ist auch dieses komische blaue Dreieck da. Vielleicht ist das einfach nur aus so einem Labor halt abgehauen, das Vieh, ne? Und das sind Versuchsviecher halt gewesen, ne? Weil die haben ja irgendwie so eine Art Kontrollarmbänder oder so. Man sieht es da an dem, ja, Fuß bei dem rechten da, also in der Mitte da, sieht man dieses blaue Fußband da und das scheint irgendwie ein Kontrollgerät zu sein oder ein Peilsender oder was auch immer, ne? Das haben wir ja auch. Wir Knastis haben ja alle im Hinternacken hier haben wir alle so einen Sensor, so ein Signal, dass die, ja, Tech One uns die ganze Zeit, ja, registriert halt und überwachen kann, ne? Jo, schauen wir mal weiter. Was haben wir denn noch da? Ah ja, das ist noch so eine, ja, Fabrik. Da haben wir auch eine Erklärung, so ein bisschen zumindest, was das überhaupt auf sich hat, ne? Weil sonst sieht man da nur Maschinen und Rohre oder so und weiß nicht, was soll das jetzt, ne? Das sieht tatsächlich so aus, als ob es halt um das Thema Nitrogen geht. Und Nitro ist ja so ein Gasbeschleuniger für Autos jetzt, ne? Und deswegen meinte ich erst ja, dass wir hier vielleicht mal irgendwas kriegen könnten, dass die Autos unterschiedlich fahren könnten. Ich glaube, das ist vielleicht so ein Ansatz dazu. Ich weiß es nicht. Es könnte sein, dass das hier dieses Nitro ist, was man dann irgendwie abzapfen könnte. Da ist ja irgendwie so ein Tank, da Nitro-Tank und dann sind da Generatoren und was ist irgendwelche Systeme. Dass das halt für die Fahrzeuge irgendwie ist, dass man die dann ein bisschen ja, pushen kann oder sowas, ne? Dass du dann Nitro-Boost irgendwie kriegst und dann schneller abhauen kannst, wie auch immer. Ich weiß nicht, wir lassen uns auf jeden Fall überraschen. Es ist halt ein neuer Ort und dieser Ort, der hat dann auch irgendwo eine Besonderheit. Und das finde ich das Gute, das war ja das, was ich eben angesprochen hat,
Die Orte, wenn da neue kommen, dann müssen die auch irgendwie was Besonderes haben. Sonst sollten sie die lieber weglassen, anstatt immer wieder eine Hafenstadt zu kopieren. Und dann ist das immer das gleiche Gebäude. Ne? Das steht bloß andersrum oder wie auch immer. Das ist halt ein Kritikpunkt bei Scum. Aber wie gesagt, die Entwickler, die sind top, die ändern immer wieder alles. Die erkennen das sicherlich auch, dass da noch was gemacht werden muss. Die haben das alles auf dem Plan, das sehen wir jetzt gerade. Ne? Interessant ist auch der Vogel da unten rechts, Mr. Poops. Der Pupsi-Bärli-Bubu. Ja, darf natürlich nicht fehlen, der Mr. Poops. Ob der noch eine wichtige Rolle spielt, ich weiß nicht. Wir werden es vielleicht ja noch gewahr, vielleicht noch dieses Jahr gewahr, ich weiß es nicht, Leute. 2022 ist ja nicht mehr lange. Und rückblickend war das so im Dezember manchmal so, glaube ich. Ne? Da waren das meistens schon so zugange, ob es da vielleicht langsam mal einen neuen Versionswechsel gibt. Ne? Und jetzt haben wir schon September, also wer weiß, ne, wann es das gibt. Aber wir haben auch gesehen, dass das manchmal 1,5 Jahre dauern kann, bis dann ein Versionswechsel kommt. Das kann auch mal passieren. Ne? Wir lassen uns überraschen, Leute. So, schauen wir mal. Was haben wir da? Oh, da hier, guck mal, da ist schon wieder so ein, ja, wie würdet ihr das nennen? Kampforg oder sowas? Also der hat da irgendwie so eine dicke Axt in der Hand. Knochen, Krokodil, ist auch interessant. Ich glaube, das ist eine Schlange oder Krokodil. Eine Schlange soll es sein, ne? Krokodile wünsche ich mir selber auch irgendwie so. Oder Viecher halt, die da im Fluss am Rand irgendwie rumlungern oder sowas. Einfach nur, damit da mal ein bisschen was ist, ne? Und nicht nur überall leere, ja? Aber wie gesagt, in Zukunft kriegen wir auf jeden Fall auch diese Orks, nenne ich sie einfach mal. Und der hat einen Reifen oder sowas, oder was ist das? Als Schild hat er, glaube ich, einen Reifen da genommen oder so. Und der muss ja ziemlich stark sein, ne? Ist bestimmt so ein Krieger-Ork oder wie auch immer der sich da nennt. Ja, da lassen wir uns mal überraschen. Wenn der einander trifft, ne? Das muss bestimmt, tut bestimmt Aua. Es soll ja auch noch Gegner geben, die schießen können, ja? Die soll es ja auch noch geben. Ich finde das immer beruhigend, wenn die so eine Nahkampfwaffe in der Hand haben. Dann weiß ich zumindest, dass da keine Kugel hinterherfliegt, ne? In der Regel. Obwohl sie vielleicht auch mit der Axt schmeißen könnten. Ich weiß es nicht. Auch da lassen wir uns überraschen, Leute. Ich denke mal, ihr seid genauso gespannt wie ich mit Scum, dass es da auf jeden Fall in die richtige Richtung geht, ne? Alles ist besser als Langeweile, sage ich mir immer. So, da haben wir nochmal hier die Quads, sind das tatsächlich. Neue Quads, Leute. Guck mal. Was könnte das sein? Ich weiß nicht. Also rechts sieht ja ein bisschen mehr wie ein Trägerfahrzeug vielleicht aus. Ne? Richtige Kampffahrzeuge schwierig. Mit einem Quad so richtig ballern und kämpfen ist, glaube ich, schwierig. In der Mitte sieht relativ normal aus mit anderen Farben. Und links sieht mehr aus wie so eine Art Wüstenfahrzeug. Ich weiß nicht. Der hat ja eine große Federung da irgendwie. Ne? Vorne dieser komische Block da. Da weiß ich, ich kenne mich mit Fahrzeugen zu wenig aus, um da jetzt genau zu erkennen, was der eine jetzt besser kann als der andere. Ne? Ich spekuliere einfach mal, dass der rechte da noch ein paar Kisten draufsetzen könnte, vorne und hinten. Der in der Mitte sieht einfach schicker aus, keine Ahnung. Vielleicht hat der mehr Power, ne? Vielleicht läuft das Ding schneller. Und der links, ja, das ist mehr Offroad irgendwie, ne? Aber wie sich das jetzt im Spiel so auswirkt. Ja, weiß ich nicht. Wir lassen uns da überraschen, Leute. Vielleicht kann der auch durch den Sumpf fahren oder sowas, ne? Und die anderen halt nicht oder so. Ich weiß nicht. Klärt mich gerne in den Kommentaren auf, wenn ihr da meint, ihr habt den, ne? Diesen Informationspegel oder Level halt, dass ihr da genau sagen könnt, wo immer diese, was die so da, was das so für Vor- und Nachteile haben. Ne? Wer weiß, was da auf uns zukommen könnte. Und mal weiter gucken jetzt hier. Aha, da haben wir wieder ein Vieh. Ich habe ja auch gesagt, wir brauchen bei Scum nochmal so zum Beispiel einen ganzen Sektor, der verseucht ist. Ja, wir haben ja mittlerweile Gasmasken im Spiel, ja. Und da ist mir gleich eingefallen, so ein Hubschrauberabsturz und dann das ist so ein Atomhubschrauber oder was auch immer. Oder der hat eine Seuche an Bord gehabt und so, ne? Und dann ist halt ein Sektor deswegen komplett zugenebelt, ne? Das sieht man auch, das ist irgendwie grüner Nebel oder so ein bisschen diesig oder sowas, ne? Und da könnten dann zum Beispiel diese Viecher da rumlaufen, ne? Und mit Säure spucken oder wie auch immer. Also richtig geil. Und dann, wenn du das schaffst, da die Dinger wegzuballern, ne? Dann findest du diesen kaputten Hubschrauber und dann halt noch eine Lagerkiste, wo irgendwelche Items drin sind, die es aber nur da gibt, ne? Und die spawnen irgendwie, was weiß ich, einmal pro Tag oder zweimal pro Tag, keine Ahnung.
Also, dass das halt ein bisschen besonders wird, ne? Dass man sagen kann mit seinem Squad, ey Leute, wollen wir heute mal zum Schu hier die Seuchviecher da machen, den Hubschrauber looten da oder sowas. Juhu. Oder dass du mit deinem Squad sagst, ja, lass uns mal den Boss machen beim Atomkraftwerk hinten oder sowas, ne? So, dass du wirklich einen Plan dir machen kannst, was mache ich denn jetzt mit deinen Jungs, ne? Weil sonst, bis jetzt ist es ja so, dass du die ganze Zeit durch die Gegend fährst und Gegner suchst quasi. Und bei 25 Sektoren, die Karte ist so groß, dass man sich manchmal echt ein Wolf läuft. Ein Wolfi läuft man sich. Oder fährt man sich halt, ne? Und selbst mit Flugzeugen oder Autos seht ihr trotzdem manchmal keine Gegner, obwohl der Server voll ist, weil die Welt ist so groß halt. Und deswegen muss unbedingt hier sowas da rein, solche Viecher, solche besonderen Orte, wo man dann irgendwie besondere Items kriegt, ne? Und da freue ich mich total, wenn ich das hier so sehe. Das geht alles in die richtige Richtung, so wie ich mir das insgeheim halt wünsche und vorstelle, ne? Ja, da haben wir nochmal, guck mal hier den Trecker, genau, das Thema Landwirtschaft gibt es ja auch, ne? Also, dass wir selber in Zukunft auch Felder anbauen können, Mais oder Kohl oder was weiß ich was. Wir können auch Tiere züchten. Es gibt ja auch den Skill, den hatte ich auch in meinem Video gezeigt, mit hier Animal Taming, also Tiere zähmen halt, ne? Und da bin ich ja gespannt. Pferde haben wir schon, vielleicht kann man die ja mal reiten oder was, ich weiß es nicht, aber den Skill, diesen Zähmen-Skill, den gibt es ja schon, der ist schon ausgegraut, also der ist schon da, aber noch nicht aktiviert, ne? Und hier gibt es die Landwirtschaft jetzt, Leute. Und da sieht man, ich weiß nicht, ob ihr da irgendwie landwirtschaftsmäßig gut drauf seid, aber da sieht man ein bisschen Aufsätze, ob das da irgendwie Wasser ist oder Dünger oder so, weiß ich jetzt nicht. Ich kenne mich da auch nicht so mit aus. Also oben ist auf jeden Fall ein Kampftraktor. Der ist irgendwie gepanzert und getarnt so ein bisschen. Man sieht es, ne? Ich weiß nicht, wer sich damit traut zu kämpfen mit den Traktoren. Wäre auf jeden Fall lustig. In der Mitte ist dann eher wieder so einer, der hat ja, eine Munitionskiste, glaube ich, dabei. Ne? Kannst du vorne installieren, rechts, links vom Traktor und hinten dann halt eine Chemie, Dünger, Wasser, ich weiß es nicht, Benzin, ich weiß nicht, was der alles transportieren könnte. Ja, und ganz unten sehen wir die Upgrades von den Treckern an sich. Vorne, also der oben links ist ja irgendwie mit einer Verstärkung vorne am Kühlergrill. Da unten das rote ist ja irgendwie so, ich weiß nicht, da machst du die Heuballen halt mit. Kannst du sicherlich auch ja, mit angreifen, dann mit diesen Zacken da oder sowas. Ne? Und diese Kuhschaufel oder wie die heißt, die Züge auch haben, diese Kuhramme oder so heißt ja irgendwie, ne? Bei der Lok vorne dran, Kuhwerfer oder sowas. Den gibt es auch tatsächlich. Und also Schneeschieber quasi teilweise kann man das schon ein bisschen vergleichen. Aber das ist eigentlich dieser Kuhwerfer halt von der Lok, ne? Dann haben wir den Propagandawagen, also den Propagandatrecker halt, ne? Gibt es auch auf Wagen, da war auch ein Mikrofon installiert, also hier so ein Lautsprechersystem. Ihr seht das da oben. Und das sieht auf jeden Fall ja lustig aus, wie wir die dann wahrscheinlich mit dem Sound, der da rauskommt, in die Knie zwingen. Ich meine, wenn du da kommst, du bist in der Burg, liegst in der Hängematte und dann kommt dein Trecker an mit so einem dusseligen Lautsprecher, mit einem Megafon und quatscht dich die ganze Zeit voll, ne? Kommt raus, kommt raus. Ja. Dann wird man aggressiv und kommt dann wirklich raus, ne? Ich weiß es nicht, keine Ahnung, aber das ist wie am Krötensee, ne? Wenn du dauerhaft irgendwie einen Sound hörst, das kann schon nerven dann, ne? Und vielleicht gibt es dann ja so Nervtrecker oder Nervautos mit so einem ollen Ding da drauf, ne? Ganz rechts sehen wir dann noch, unten rechts, ja, dass du noch eine Beleuchtung drauf machen kannst, dass du halt mehr sehen kannst nachts, ne? Unsere Nacht bei uns auf dem Server ist ziemlich dunkel, Leute. Also das macht schon Sinn, ja, eine Fackel zu haben oder extra leuchten oder halt dran zu denken, dass man ein Nachtsichtgerät dabei hat. Sonst ist man irgendwie aufgeschmissen, ne? So, was kommt denn noch? Mal gucken. Bin schon richtig gespannt hier. Jo, da ist er schon. Ich glaube, das ist tatsächlich unser letztes Bild. Ich mach mal noch mal eine weiter. Ja, das geht nicht mehr weiter. Das ist unser letztes Bild, Leute. Reicht aber auch schon wieder. Wir haben jetzt wieder eine Menge spekuliert. Das Video ist auch schon wieder so groß geworden. Ich fasse es nicht. Ich wollte eigentlich nur 10 Minuten jetzt. Das ist dreimal so groß irgendwie. Was haben wir da? Da sehen wir Zelte. Ich würde mal sagen, das sind diese, ja, Orklager, ne? Ich weiß nicht, ob das Orks sind, aber wir nennen sie einfach mal Orks. Verschiedene Ausführungen gibt es da. Und das sind so Dinger, wenn du denn da so durch die Wälder läufst, dass du dann mal auf sowas stoßen könntest. Dass du dann die einfach mal findest, ne, und dir denkst, oh geil, hier ist ja irgendwas. Das ist ja das, was ich will. Die Wälder sind ja im Moment leer. Ne? Da ist ja nichts. Da sind ja auch keine Viecher groß, ne? Gar nichts. Und du findest keine besonderen Orte, gar nichts zum jetzigen Programmierzeitpunkt, ne?
Und das ist halt alles die richtige Richtung, wo die Scrum-Entwickler hingehen, dass du, wenn du da irgendwie so lang marschierst oder sowas, dass da auch einfach mal sowas, dass du irgendwas finden kannst halt, dass es das spannend ist, durch den Wald zu laufen und eben nicht die ganze Zeit hier automatisch laufen und dann gehst du Kaffee machen oder gehst noch Mittag machen oder sowas und weil er so lange laufen muss oder so. Ihr kennt das alles, das Problem mit diesem langen Laufen immer, ne? Wir haben auch noch kein hier so Leichensymbol wünsche ich mir noch. Dass man das oben im Kompass reinmacht, dass da irgendwo deine Leiche markiert ist, weil sonst ist es echt nervtötend immer, ne? Weil jedes Mal verliert man sonst die Leiche, weil du kannst ja gar nicht immer so schnell gucken, wo du genau gestorben bist, weil du bist dann sofort in diesen Killscreen und kannst dann nicht die Karte mehr aufmachen oder sowas, ne? Und dann steht dann nur, in welchem Sektor willst du denn spawnen? Und die Sektoren sind so groß. Ja, wo im Sektor bist du denn jetzt? Das siehst du nicht. Das siehst du ja nicht. Also, das ist ja nun mal zu hardcore-mäßig, zu fies, dass du jedes Mal. Ja, deine Sachen da komplett verlieren kannst, ne? Und wer das öfter erlebt, immer wieder alles zu verlieren, das frustet halt. Das will man auf Dauer nicht, ne? Das macht man ein, zwei, dreimal mit und so und dann ist aber auch gut, dann nervt das, weil dann sind 6 Stunden Spielzeit in einer Minute einfach weg, komplett dann, ne? Und deswegen, da muss auf jeden Fall auch noch ein bisschen was geändert werden. Ich bin da zuversichtlich. In der Hinsicht haben wir jetzt ja gesehen, liebe Freunde, dass die Entwickler ja dieses Richtung RPG-Welt, sage ich mal, so hingehen, ne, mit so einem Monstern und so, das ist doch geil, ey. Also da freue ich mich richtig drauf. Und dann ja, hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat. Ihr seid wieder ein bisschen inspiriert und seid ein bisschen angefüttert, habt wieder ein bisschen Bock auf Scoop, ne? Kommt bei uns auf den Server rauf. Wir haben kein Passwort, gar nichts, keine Bewerbung oder sowas. Ihr könnt bei uns einfach raufgehen, spielen, ausprobieren. Wir haben auch den zweiten Server, der nur für PvE ist, insofern für alle Neuen halt was ist, ne, die das mal lernen wollen. In Ruhe, ohne Stress mit anderen Spielern zu haben, da kann ich denen empfehlen, auf den PvE-Server zu gehen. Gut, Freunde, wir sehen uns, wenn ihr Bock habt, schon morgen wieder oder abends im Livestream, ja, und dann bis dann.